Ja, hallo zum nächsten Video für Programmieranfänger. Dieses Video soll sich jetzt primär um Strings und auch um grundsätzliche Problematiken mit zusammengesetzten Datentypen beschäftigen. Am Ende des Videos sollte man einigermaßen verstehen, wie man mit zusammengesetzten Datentypen umgeht, was für Eigenheiten es gibt, die Problematik des Objektvergleichs. Und ja, ein paar wesentliche String-Methoden werde ich dann auch noch dranbringen. Bis jetzt haben wir uns ja mit einfachen Datentypen beschäftigt. Also die waren hauptsächlich dafür da, um beispielsweise Zahlen darzustellen. Wenn wir Text darstellen wollen, dann haben wir da eigentlich relativ wenig Möglichkeiten. Das Einzige, was irgendwie möglich wäre, um Text darzustellen von den einfachen Datentypen, wäre die Character-Variable. Wenn ich jetzt aber Character nutze, um Text darzustellen, wird es ziemlich mühsam. Wenn ich einfach nur mal das Wort Hallo darstellen möchte, dann brauche ich hier fünf verschiedene Character-Variablen und jeder einzelnen Character-Variable würde ich jetzt einen Buchstaben zuweisen. Entsprechend umständlich würde auch die Ausgabe aussehen. Ich müsste alle fünf Buchstaben hintereinander in so einen Print-Befehl reinpacken. Also das würde gar nicht gehen. Aber grundsätzlich mal von der Funktionalität her würde es insofern hinhauen, als dass die Konsolenausgabe für diesen Code tatsächlich Hallo sein würde. Der Gedanke von String ist jetzt, dass man diese einzelnen Charakterwerte jetzt zusammenfasst in eine Variable, die jetzt vom Datentyp String ist. Und dann habe ich dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Monster mit diesen fünf verschiedenen Variablen in eine Variable ganz bequem reingepackt. Und dementsprechend einfach sieht dann auch die Ausgabe aus. Ich würde einfach nur sagen Printline und dann meine String-Variable. Vor dem Hintergrund müssen wir sehen oder anerkennen, dass eine String-Variable nichts anderes ist wie eine Kette von Charakterwerten. Und somit ist ein String kein einfacher Datentyp mehr, sondern ein zusammengesetzter Datentyp. Und genau diese Eigenschaft führt jetzt dazu, dass wir uns etwas mehr mit oder etwas näher mit solchen zusammengesetzten Datentypen beschäftigen müssen. Die haben nämlich ein paar Eigenheiten, die die einfachen Datentypen in der Form nicht haben. Ja, dann schauen wir uns dieses Konstrukt mal etwas näher an. Bevor ich loslege, noch ein, zwei Worte zum allgemeinen Teil. Wir unterscheiden jetzt hier zwischen der String-Variable, das ist der Behälter, in der der String reingelegt werden kann. Und das eigentliche String ist ein Objekt. In Java sind alle zusammengesetzten Datentypen als Objekte realisiert. Das heißt, der String ist ein sogenanntes Objekt. Und in diesem String sind jetzt wiederum die Charakterwerte. Das heißt, wir kennen jetzt drei Ebenen. Die Variable als Behälter für mein String-Objekt, das String-Objekt selber, das wiederum seine Charakterwerte beinhaltet. Um das eine kleine Vorstellungshilfe zu bieten, kann man sich das so vorstellen. Ich habe einen Parkplatz. Dieser Parkplatz ist die Variable. Dieser Parkplatz kann ein Auto aufnehmen. Da kann sich ein Auto draufstellen. Das wäre dann das Objekt. Und in dem Auto sitzen Personen drin. Das wären dann die Charakterwerte. Dieses Bild lassen wir so ein bisschen in unserem Hinterkopf und schauen uns jetzt die einzelnen Eigenschaften des Strings an. Also das Objekt, das repräsentiert alles rund um den String. Das heißt, es ist sozusagen die Klammer um alle String-Eigenschaften, die wir jetzt nachher nochmal anschauen werden. Wenn das Objekt nicht da ist, dann steht in dieser Variablen, ja, also auf diesem Parkplatz, ja nichts drauf. Das muss ich datentechnisch aber in irgendeiner Form darstellen können. Und in der Informatik hat sich durchgesetzt, dass die Indikation für es ist nichts da, der Wert null genommen wird. Also NULL steht in der Informatik immer dafür, es fehlt irgendwas, es ist nichts existent. Dann haben wir den Inhalt. Der Inhalt ist im Prinzip die Kette der Charakterwerte.
Also hier in dem Beispiel jetzt Hello World. Ich kann aber auch ein String-Objekt definieren, in der eine leere Charakterkette drin ist. Also ein Leerstring. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unser Autobeispiel. Das wäre sozusagen, dass auf dem Parkplatz ein Auto steht, wo aber keiner drin sitzt. Das heißt, hier habe ich ein tatsächlich real existierendes Objekt, mein String. In diesem String ist aber ein Leerstring drin. Das heißt, eine leere, eine nicht existierende Kette von Character. Und somit muss ich hier unterscheiden, habe ich denn tatsächlich das Objekt, den String? Und wenn ja, sind da überhaupt Character-Werte drin? Feststellen kann ich das mit der Länge. Also die Länge ist die Anzahl der Charakterwerte und wenn ich einen Leerstring habe, also einen existierenden String ohne Charakterwerte, ist die Länge 0. Also nicht null, sondern 0. Also wieder auf unser Beispiel mit dem Auto. Ich habe einen Parkplatz, auf dem Parkplatz steht ein Auto, in dem Auto sitzt aber keiner drin. Das heißt, es ist die Aussage möglich, das Auto hat keinen Passagier, also die Anzahl der Passagiere ist 0. Wenn kein Auto auf diesem Parkplatz stünde, dann wäre die Frage, wie viele Leute sitzen in dem Auto, obsolet. Es macht keinen Sinn, eine Frage zu einem Auto zu stellen, das nicht existent ist. Und das heißt, ich kann die Stringlänge nur dann feststellen, wenn auch tatsächlich ein Objekt da ist. Und diese Stringlänge fängt bei 0 an, wenn es ein Leerstring ist, bis wie viel Charakter auch immer ich da reinpacken möchte. Also immer die Unterscheidung machen, ist ein Objekt vorhanden, dann ist in der Variable ein Wert ungleich null drin. Wenn aber kein Objekt vorhanden ist, dann steht dort null drin. Wenn das Objekt da ist, kann ich auch auf die Eigenheiten oder auf die Eigenschaften zugreifen. Ich kann sagen, liebes Objekt, wie lang ist die Charakterkette in dir? Wenn es aber null ist, kann ich diese Frage nicht stellen. Es existiert kein Objekt. Also da das vielleicht nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, dass man diese Unterscheidung hinkriegt, die ist in der Informatik sehr, sehr wichtig, weil wenn ich versuche, auf ein Objekt zuzugreifen, im Sinne von, gib mir die Länge von oder gib mir die Anzahl deiner Charakter und dieses Objekt ist nicht da, dann wird sofort ein Fehler passieren, eine sogenannte Null Pointer Exception. Das heißt, der Java-Interpreter hat den Befehl bekommen, die Eigenschaften eines Objekts zu analysieren, das nicht da ist. Und das führt zum Fehler. Das nächste, was noch eine wichtige Eigenschaft ist, ist die sogenannte ID. Also die ID ist so eine Art eindeutiger Kennzeichner meines Objekts. Und diese ID ist auch innerhalb meines Prozesses, in dem momentan mein Programm läuft, eindeutig. Da gibt es noch ein paar Zusatz- und aber. Aber grundsätzlich mal können wir uns vorstellen, Java läuft in einem Prozess und in diesem Prozess ist diese ID eindeutig. Unabhängig jetzt mal von Class-Loadern und ähnlichen Sachen. Diese ID kann man so ein bisschen sich vorstellen wie eine Adresse. Und die kann ich auch anzeigen lassen, indem ich in Eclipse beispielsweise den Debugger starte und dann finde ich in diesem Variablen-Tab auch die IDs meiner einzelnen String-Objekte. Für die vereinfachte Vorstellung noch ein Punkt. Wir haben vorhin gesagt, dass in der Variable, wenn kein Objekt existiert, der Wert null drin steckt. Und wir können uns jetzt einfach vorstellen, wenn ein Objekt, ein tatsächliches Objekt in der String-Variable drin ist, also ein Auto parkt sozusagen auf dem Parkplatz, dann ist die String-Variable erstmal wird dadurch repräsentiert, dass die ID da drin steht. Das ist die String-Variable ist streng genommen nichts anderes wie eine Variable, die die ID meines String-Objekts aufnimmt
Und dieses String-Objekt kann dann über diese ID dann im Speicher identifiziert werden. Es ist eine etwas vereinfachte Vorstellung, aber sie hilft über einen ganz, ganz wichtigen Punkt weiter. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir gucken uns jetzt mal Folgendes an. Ich habe jetzt hier mal zwei Bilder von Autos. Diese Bilder zeigen mir jetzt beide einen gelben Sportwagen. Und ich könnte jetzt die Frage stellen, sehen wir auf diesen beiden Bildern die gleichen oder dieselben Autos? Und ich weiß, es gibt Dialekte, die unterscheiden das Gleiche und dasselbe nicht wirklich, aber ich sag mal, im Hochdeutschen gibt es sehr wohl einen Unterschied. Wenn ich jetzt im Prinzip frage, sehen wir hier die gleichen oder dieselben Autos, dann wird man im Prinzip als richtige Antwort sagen, es sind dieselben Autos. Und erkennen kann ich es daran, dass diese Autos den gleichen Text, streng genommen denselben Text, auf dem Nummernschild haben. Das heißt, wenn ich jetzt ganz nah hinzoomen würde und auf dem oberen Auto, keine Ahnung, unter dem rechten Scheinwerfer einen Steinschlag finden, dann würde ich beim unteren Bild auch dorthin zoomen können und genau den selben Steinschlag finden, weil es schlichtweg ein und dasselbe Auto ist. Also ist es dasselbe Auto. Wenn ich mir jetzt diese beiden Bilder ansehe, dann sehe ich, dass an dem oberen Auto ein anderes Nummernschild dran klebt als auf dem unteren Auto. Das heißt, diese beiden Autos könnten auf der Straße irgendwo nebeneinander stehen, weil es sind zwei real existierende Autos, die zwar gleich sind, also gleiche Farbe und so weiter, aber nicht dasselbe Auto sind. Das sind zwei verschiedene. Also, wir beachten nochmal. Dasselbe Auto, es ist exakt das Auto mit gleicher Fahrgestellnummer, gleichen Kennzeichen etc. Das gleiche Auto heißt, es ist ein baugleiches Auto mit gleicher Form, gleicher Farbe, aber unterschiedlicher Fahrgestellnummer, anderes Kennzeichen. Hier muss ich im Prinzip einfach aufpassen, dass ich die richtige Begrifflichkeit wähle. Diese Unterscheidung gibt es bei Strings auch. Wir erinnern uns, ein String ist ein Objekt, das irgendwo im Speicher residiert. Und im Prinzip kann ich jetzt sagen, ich bekomme ein String-Objekt und ich habe irgendwo anders noch ein String-Objekt. Und jetzt kann ich mir zwei Fragen stellen. Ist es dasselbe String-Objekt oder das gleiche? Selbe würde heißen, ich habe die gleiche ID bei beiden Strings, die gleiche Adresse, das gleiche Nummernschild. Ja? Das gleiche würde bedeuten, es sind beide Strings und sie haben beide den gleichen Inhalt, sind aber de facto zwei Objekte in meinem Speicher. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier einfach den ersten String, S-String 1, dort schreibe ich Hallo rein. Und in S-String 2 mache ich jetzt eine Eingabe. Ganz kurz eingeschoben. Ich habe in S-String 2 nicht auch noch diese String-Konstante Hallo reingeschrieben, weil Java wäre so schlau und würde sehen, okay, S-String 1 hat die String-Konstante Hallo, S-String 2 hat auch die String-Konstante Hallo und dann würde beides auf dasselbe Objekt im Speicher zeigen, weil Java den String Hallo nur einmal anlegen würde. Deswegen muss ich jetzt für String 2 eine Eingabemaske produzieren und diese Eingabemaske wird dann aus Java-Sicht tatsächlich in einem eigenen String reingepackt, weil Java zum Kompilierzeitpunkt ja nicht wissen kann, ob wir hier exakt das gleiche eingeben wie Hallo oder ob wir nicht Hu oder sonst irgendwas reinschreiben. Das heißt, meine Variable S-String 2 bekommt jetzt über die JOptionPane und den JoInputDialog eine vom User definierte Eingabe, also einen Eingabewert. Und jetzt vergleiche ich diese beiden Strings allerdings mit dem ist gleich Operator. Das heißt, ich vergleiche
die beiden Strings auf Gleichheiten. Die Frage ist jetzt, ist es wirklich Gleichheit oder prüfe ich, ob es dasselbe ist? Und es ist tatsächlich so, ich prüfe hier, ob String 1 derselbe String ist als String 2. Das heißt, grundsätzlich bei allen Java-Objekten ist es so, dass der isGleich-isGleich-Operator immer prüft, ob es dasselbe Objekt ist. Bei den Autos gleiche Fahrgestellnummer, gleiches Kennzeichen. Es prüft aber nicht, ob es baugleich ist. Für unser Strings-Beispiel, es prüft streng genommen die IDs. Sind, hat S-String 1 die gleiche ID als S-String 2. Nicht der Inhalt steht im Vordergrund, sondern die IDs. Ich prüfe, ob es derselbe String ist. Wenn ich aber die Inhalte prüfen möchte, dann muss ich auf equals gehen. Equals ist eine String-Methode, die jeder String mitbringt, also eine Funktionalität, die am String dranhängt. Und hier werden die String-Inhalte auf Gleichheit geprüft. Und hier kommt wieder der grundsätzliche Merksatz nochmal, dass bei Java die Objekte inhaltlich nur mit speziellen Objektmethoden verglichen werden können. Das gilt für alle. Wenn ich jetzt ein Array habe, kann ich nicht einfach sagen mit ist gleich und dann weiß ich, dass die an den einzelnen Array-Positionen auch wirklich der gleiche Wert steht, sondern ich muss dort entsprechend mit Vergleichsmethoden, die meine verschiedenen Objekte mitbringen, meine Gleichheit feststellen. Und die muss ich kennen. Das heißt, ich muss die API kennen, also die Bibliotheken kennen, die mir Java bietet, um eben solche Vergleiche dann durchzuführen. So, jetzt haben wir equals kennengelernt, equals als String-Methode und jetzt schauen wir uns noch ein paar andere String-Methoden an. Beziehungsweise gehen wir erstmal auf equals ein, um mal noch ein paar Eigenheiten zu dieser Methode festzustellen. Also, wir haben es ja gerade gesehen. Wir haben jetzt hier ein Beispiel. Ich habe hier eine String-Variable sValue mit Hello World definiert und jetzt wende ich meine String-Methode an. Nochmal in Erinnerung gerufen, mit diesem Punkt komme ich sozusagen an diese Methoden ran, die mir meine Strings bieten und ich verwende jetzt hier einfach equals. Meine Ausgabe wäre hier true. Also es ist ein boolescher Wert, der da zurückkommt und mein System Out-Print-Line würde den eben als true dann tatsächlich herausschmeißen. Wenn ich jetzt einen anderen String, hier beispielsweise das Hello Mars, reinpacke, dann würde mir mein equals ein false ausgeben. Das heißt, es würde tatsächlich die Inhalte prüfen und sagen, nö, das ist nicht das Gleiche. Oder der Inhalt ist nicht identisch, also werde ich an der Stelle ein False ausgeben. Spannend wird es jetzt, wenn ich Hello World klein geschrieben habe. Dann wird mir meine Ausgabe auch ein False zeigen, weil der Inhalt nicht, also die Charakterwerte nicht exakt identisch sind. Also nochmal, meine Equals-Methode vergleicht die einzelnen Charakter. Sie ist case-sensitive, also ein kleines a ist nicht gleich einem großen a. Das heißt, er wird wirklich nur dann eine Gleichheit feststellen können, wenn jeder Charakterwert von meinem s-value gleich dem Charakterwert in meinen Klammern entspricht, also meinem Parameter. Wenn ich das ganze Thema mit Groß-Klein umgehen möchte, dann muss ich equals ignore case verwenden. Also ich habe jetzt hier mal nicht mehr Hello World, sondern noch Hello, damit es auch noch irgendwie auf dem Bildschirm hier passt. Und ich vergleiche das jetzt mit equals ignore case mit Hello, wobei das H hier klein geschrieben wird und die Ausgabe ist tatsächlich true. Das heißt, auch hier mache ich einen Vergleich der einzelnen Charakter, aber bei diesem Vergleich mit equals ignore case ist das Ding case insensitive. Also ein kleines a wird gleich gesehen als ein großes a.
Die nächste Methode, die ich mir anschauen will oder ich zeigen will, ist das Thema char@pos. Was das Ding macht, ist, es liefert mir den Character-Wert an der angegebenen Position an. Also wenn ich jetzt hier sValue char@pos 1 nehme, dann kriege ich das E zurück als Character-Wert. Das heißt, diese Methode liefert mir einen Character-Wert zurück. Wenn ich mir das oben anschaue, es wird die angegebene Position verwendet, um dann entsprechend meinen Rückgabewert zu identifizieren. Aber die erste Position, also mein erster Character, hier in dem Fall das große H von Hello, liegt auf der Position 0. Immer dran denken, in der Informatik starten wir mit dem Zählen bei 0. Wer sehr viel mit einzelnen Characters von Strings arbeitet, der kann sich auch mal die Methode toCharacterArray anschauen. Ja. Habe ich jetzt hier nicht näher beschrieben. Grundsätzlich gilt sowieso, ich kann hier nur einen ganz kurzen Abriss und ein Konzentrat sozusagen der existierenden String-Methoden liefern. Wer es genauer wissen will, der muss einfach in die API-Beschreibung nachgucken, also schmeißt in Google einfach den Begriff Java API und dann Strings und dann kommt er schon auf die entsprechenden Doku-Seiten. Das nächste, was ich mir herausgesucht habe, ist das Index of. Index of ist eine Methode, die liefert mir die Position des Parameterstrings in meinem S-Value-String. Hier ist es entsprechend die 3, weil ab der Position 3 mein String gefunden wird. Also das H ist die Position 1, 0, E ist 1, L ist 2 und das zweite L ist dann die Position 3, weil das L ja dann noch von dem O gefolgt wird. Also kriege ich hier als Ausgabe die 3. Wenn ich jetzt allerdings einen String als Parameter reinpacke, der nicht in meinem S-Value-String ist, bekomme ich den Wert minus 1. Minus 1 ist der erste oder der einzig oder der erste sinnlose Wert, der existiert. 0 ist ja schon ein sinnvoller Wert, weil mein erster Buchstabe, das große H, liegt ja auf Position 0. Nach oben hin bin ich streng genommen erstmal offen, weil ein String nicht wirklich unendlich lang werden kann, aber undefiniert lang. Das heißt, ich müsste ins Negative gehen und der erste negative Wert wäre die minus 1. Und damit kann ich feststellen, dass dieser Teilstring nicht Teil meines S-Value-Strings ist. Mit minus 1 als Ergebnis. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Es wird die erste Position geliefert, an der der angegebene Teilstring gefunden wurde. Wenn ich jetzt beispielsweise sValue Index of O machen würde, dann würde mir das erste O zurückgegeben werden, und zwar dieses hier. Das wäre an der Position 0, 1, 2, 3, 4. Position 4 würde mir das erste O geben. Das zweite O würde ignoriert werden, weil er nur die erste Position liefert. Die Suche startet immer an der Position 0 und wenn ich etwas nicht gefunden habe, kriege ich die minus 1 zurück. Das ist ein Indikator dafür, dass der gesuchte String nicht Teil meines entsprechenden Source Strings ist, hier in dem Beispiel S-Value. Etwas mehr Flexibilität habe ich mit einer überladenen Methode. Und das ist die Index of. Und zwar mit zwei Parametern. Wenn ich jetzt hier beispielsweise Index of O 0 angebe, dann kriege ich die 4. Wenn ich aber O 5 angebe, dann kriege ich die 7. Und das ist genau dieses O an der Stelle. Das heißt, im Prinzip funktioniert diese Methode so wie die andere. Es wird die erste Position geliefert, an der der angegebene Teilstring gefunden wurde. Aber die Suche startet hier an der angegebenen Position. Das ist der zweite Parameter, also im Prinzip hier
die 5. Und wenn hier der Tilestring nicht gefunden wurde, liefert auch die Methode die minus 1. Das nächste, was wir uns anschauen, ist der Substring. Der Substring mit einem Parameter liefert mir hier jetzt die Zeichenkette URLed. Zählen wir es mal durch. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, an der siebten Position wird der String bis nach rechts, bis zum Ende ausgegeben. Das heißt, ich bekomme einen Teilstring zurück ab der angegebenen Position. Und die ist inklusive, das heißt, die gehört noch zum Teilstring. Das ist deswegen inklusive, weil ich sonst natürlich ein Problem hätte, einen Teilstring ab dem Hello zu erzeugen. Ob das sinnvoll wäre oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich mal wird die Anfangsposition als inklusive gesehen. Und dann, der Teilstring geht dann entsprechend bis zum Ende, sprich bis zum World dann. Auch hier gibt es eine weitere Methode, eine überladene Methode, das heißt mit zwei Parametern an der Stelle. Und was ich hier zurückgebe, ist LO leer W. Und schauen wir uns das mal an. Wir zählen wieder 0, 1, 2, 3, das wäre mein dritter, das ist das L, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ab dem siebten ist der restliche Teilstring nicht mehr dabei. Also, wir bekommen mit diesem Substring, mit dieser Substring-Methode, ab der angegebenen Startposition, das ist der erste Parameter, bis zur Endposition, das ist der zweite Parameter, ein Teilstring geliefert. Die Startposition ist inklusive, das heißt, sie gehört noch zum zurückgelieferten String dazu. Und die Endposition ist exklusive, das heißt, ich, mit dem zweiten Parameter benenne ich die Position, die nicht mehr zum zurückgegebenen Teilstring gehört, also exklusive. Dann haben wir den Length-Operator. Der Length-Operator gibt mir einfach nur die Länge meines Strings aus. Eigentlich recht unspektakulär, aber ganz nützlich, weil ich, wenn ich die einzelnen Character verarbeite, natürlich auch wissen möchte, wie viele Character gibt es denn. Das heißt, für Verarbeitungsschleifen dieser einzelnen Character-Werte ist dieser Length-Operator sehr nützlich, um nicht zu sagen unumgänglich. Dann haben wir noch das Thema toLowerCase. Wenn ich jetzt hier mein sValue toLowerCase ausgeben lasse, dann bekomme ich meinen String in Kleinbuchstaben. Wichtig jetzt zu verstehen ist, dass ich hier eine Kopie des Strings zurückgeliefert bekomme. Das heißt, der eigentliche sValue-Wert wird nicht angetastet. Nach dieser Zeile im Code ist in meiner sValue-Variable immer noch Hello World mit großem H und großem W drin. Es wird sich in diesem String nichts ändern. Und das gilt für sämtliche String-Methoden. Die ändern den String nicht. Alles, was die Dinger machen, ist, sie liefern mir, wenn ich dann hier mit von Teilstrings oder ähnlichen String-Manipulationen rede, sie liefern mir eine Kopie des Strings zurück. Ein String, der einmal im Speicher sitzt, bleibt da. Das heißt, keine Veränderung des existierenden Strings. Und ich erwähne das deswegen so deutlich, weil sehr viele Schüler von mir das da in diese Falle reintippen. Die rufen einfach sValue to lowercase auf und wundern sich, dass dann in sValue immer noch das Hello World mit den Großbuchstaben drin steht. Liegt ganz einfach daran, diese Methode to lowercase wandelt nicht den String selber um, sondern eine Kopie des Strings und gibt es an den Aufrufenden zurück. Wenn ich jetzt aber in meiner sValue-Variable tatsächlich dann diesen neuen String gerne haben möchte,
mit den kleinen Buchstaben, dann muss ich sagen, sValue ist gleich sValue to lowercase. Und dann wird diese alte Variable durch diese Kopie, durch diesen Klon, der aber nur Kleinbuchstaben bekommen hat, ersetzt. Ganz wichtig. So, manche mögen sich jetzt fragen, was ist denn jetzt mit Charakterzeichen, die keinen Buchstaben aufweisen? Die werden dann einfach 1 zu 1 zurückgegeben. Eine Warnung noch. Es kann sein, dass ich ein Local-Wert, also das sind so Standortparameter, gesetzt habe, der den einen oder anderen Großbuchstaben fehlinterpretiert. Und wenn sowas passiert, dann muss ich auf eine andere To-Lowercase-Methode zurückgreifen, und zwar eine, der ich ein entsprechendes Local zurückgeben kann, also oder als Parameter mitliefern kann, beispielsweise Local English. Wer sich das näher anschauen will, guckt einfach im Netz mal nach unter der Java-API. Da sind ein, zwei Beispiele dafür da. So, dann wer hätte das gedacht, wo es to lowercase gibt, gibt es auch to uppercase. Das heißt, hier habe ich die Ausgabe jetzt Hello World in lauter Großbuchstaben. Und für to uppercase gilt im Prinzip genau das gleiche wie to lowercase, nur dass die Buchstaben jetzt groß gemacht werden. Also auch hier wird eine Kopie zurückgegeben. Alle anderen Zeichen, die nicht groß- und Kleinbuchstaben relevant sind, werden 1 zu 1 zurückgegeben. Und auch hier gilt es, den Local-Wert entsprechend zu beachten, wenn es denn wirklich mit irgendwelchen Strings potenziell problematisch werden könnte. So, der letzte pa der, die letzte Operation, die ich hier ansprechen wollte, ist das Pluszeichen. Das Pluszeichen kennen wir eigentlich nur aus dem Rechnen, also addieren, aber beim String macht das Addieren keinen Sinn, weil ich mit Strings nicht rechnen kann. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das heißt, man hat diesen Operator überladen, und was man gemacht hat, man hat ihn als Verkettungsoperator genutzt. Das heißt, wenn ich jetzt an mein Hello World ein Ausrufezeichen hinten dranhängen möchte, dann mache ich das einfach mit Plus und dann ein String Ausrufezeichen. Das wäre dann dieses hier, hoppla, jetzt. Wichtig, der Plus-Operator arbeitet für Strings anders als für Zahlen. Ganz wichtig. Dann, das Plus rechnet nicht, sondern es verkettet, sobald ein String vor oder nach dem Plus steht. Und das erkennt der Compiler, der sagt, okay, ich habe hier auf der linken Seite jetzt einen String, also ist das ein Verkettungsoperator. Das heißt, wenn ich jetzt folgenden Ausdruck in mein Java-Programm reinschreibe, String mit dem Wert 4 plus die Zahl 2, sagt mir Java, okay, ich habe hier ein Plus, auf der linken Seite steht aber ein String, ergo meint der User wohl, der Programmierer, er möchte wahrscheinlich verketten. Also wird er mir die 42 ausgeben. Nicht die 6. Er rechnet nicht. Er gibt mir die 42 aus. So, jetzt nochmal ein ganz kurzer Exkurs, warum man mit Strings nicht rechnen kann. Ich habe mir mal folgendes Beispiel überlegt. Ich habe jetzt einfach mal einen String-Value, und das habe ich mit dem String 10, also 1, 0 belegt. Jetzt, hier habe ich an der unteren zweiten Zeile jetzt einfach mal versucht, sValue durch 2 zu packen oder reinzuschreiben. Das wird mir bereits beim Compiler einen Fehler erzeugen. Warum? Wenn ich mir dieses 10 anschaue, ist es im Prinzip nichts anderes im Speicher als zwei Charakterwerte. Für den Rechner ist es keine Zahl. Für den Rechner sind es zwei Charakterwerte. Ja? Heißt, streng genommen ist es für den Rechner eine 49 und eine 48, die einfach nebeneinander stehen. Und damit kann er nicht rechnen, weil er hat zwei Zahlen und sagt, was will ich mit diesen zwei Zahlen? Das ist keine Zahl, die in irgendeiner Form in einer Rechnung einsetzbar ist. Das heißt, für den Rechner ist die Zahl 10 nicht 10, sondern im Speicher die Zahl 49 für ASCII-Wert 1 und Zahl 48 für ASCII-Wert 0. Und damit kann ich nicht rechnen. Wir erinnern uns, wir haben angefangen. String sind Verkettungen von Charakterwerten, keine Zahlen. Charakter werden als solches, die einzelnen Charakterwerte, die stellen zwar Zahlen dar, es werden aber bei Strings einfach in eine Reihe hintereinander gestellt. Das heißt,
Wenn irgendjemand ganz viel Fantasie mitbringt, dann könnte da vielleicht noch 4948 reinsehen. Andere würden auf die Idee kommen, das zu summieren oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip hat das mathematisch keine Bedeutung. Das ist nur eine zufällige Aneinanderreihung von Zahlen. Prinzip habe ich jetzt die Situation mit dieser 1,0. Ich sehe hier zwei nicht miteinander verknüpfte Zahlen und bin somit nicht in der Lage, das in irgendeiner Form sinnvollerweise in eine Rechnung einzuführen. Also wenn ich jetzt beispielsweise jemanden die Rechnung auf ein Blatt Papier schreiben würde, 49 leer 48 geteilt durch 2, dann würde jeder mich fragen, also jeder, der zumindest schon mal eine Mathematikstunde genossen hat, was soll 49 leer 48 sein? Sind zwei Zahlen, also wie soll ich die verrechnen? Und genau dieses Problem hat der Rechner auch. Mit einzelnen Charakteren würde das aber gehen. Also ich kann tatsächlich mit einzelnen Charakterwerten rechnen. Wenn ich mir beispielsweise folgende Rechnung anschaue, Charakter 1 plus Integer 1, das wird 50 ergeben, weil Charakter 1 nichts anderes ist wie die ASCII-Darstellung der Zahl 49. Da ist dann entsprechend die 1 als Charakterwert hinterlegt und 49 plus 1 gibt 50. Also mit einzelnen Charaktern kann ich rechnen, mit Strings nicht. Bitte merken. Ja, und schon sind wir wieder durch. Auch hier gilt, wie immer, ich wiederhole mich, ich weiß, aber hier gilt bitte das Einüben, Ausprobieren. Der Rechner wird nicht kaputt gehen, wenn man da auch mal einen Fehler reinbaut. Aber grundsätzlich, wenn ich das hier nur anschaue in diesen kleinen Videos, vielleicht das mir mal durchlese, das wird nicht reichen. Bitte ausprobieren, mal die einzelnen String-Methoden mal anschauen, mal gucken, wie die funktionieren. Und dann werde ich sie auch im Zugriff haben, wenn ich sie mal brauche beim Programm. Dann werde ich wissen, ah, da war was. Und entsprechend kann ich dann diese Funktionalität nutzen. Ja, dann auch hier wieder viel Spaß mit den Strings und ja, dranbleiben, ne?